Ne, Freunde, willkommen zurück zu Mario Party 4 im Together mit Jake und Mario. Hallo. Guten Tag. Na, was geht bei euch, Brodinen? Alles super, und bei dir? Okay. Ja, auch. Wir sind einfach fast fertig mit dem Let's Play, es ist nicht zu fassen. Bald das Ende. Na, was noch fehlt? Das extra. Genau, richtig. Möchtest du was davon erzählen, Jake? Du bist ja so im Building. Ja, also es gibt diese zwei Freunde hier, Steinblock und Pump, so? Genau. So heißt er ja, also bei dem Steinblock, da gibt es ja noch mehr Spieler, bei dem anderen, da sind ja nur Einzelspieler drin, aber bei dem hier gibt's ja zwei besondere Minispiele und halt noch zwei kleine Extrabretter. Und die gucken wir uns an. Ja! Genau. Mal gucken, ob wir das alles heute machen. Oder ob wir das irgendwie auf zwei Parts aufteilen. Mal gucken. Wir gucken mal, wie lang der Part oder wie lang generell. Nein, scheiße. Was denn? Der sollte nicht auf easy. Ach so, ja, okay. Ich meine, so oder so, der verkackt doch eh. Und die Entscheidungsmöglichkeiten bei normal und... Naja, das ist ja wohl jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Sollen wir ihn auf hart stellen? Von mir aus. Da bin ich wenigstens einmal Letzter. Haben wir es auch mal gesehen. Naja, Minispiele gibt's ja nicht bei diesem Modus. Ja, dann kommt das. Stellen wir ihn auf Expert. Oh, es gibt sogar Expert. Oh, das haben wir auch freigeschaltet. Genau. Wie das nochmal ging? Keine Ahnung, wir haben es freigeschaltet. So, fangen wir mit dem großen Mega an. Mega Malträtierer. Ja. Oh, ich weiß nicht mal, was das Wort bedeutet. Malträtieren, oh, das ist ja ein komisches Wort. Das Brett wurde von einem Steinblock entworfen. Wer der Größe holt, ja viele Münzen. Oh. Und geil. Es gibt für Mario nochmal die Chance, eine Lotterie, den Hauptpreis zu bekommen. Ich glaube, bei Mini-Brett gibt es nicht mehr die Lotterie. Ich glaube, nur bei Maxi im Alterierer. Okay. Yes. Glaube ich. 10, 20 oder 30. Machen wir 10 Mini-Runden und dann machen wir in diesem Part 2 Bretter. Dann teilen wir uns für den nächsten Part dann irgendwie die beiden Minispiele ein, machen irgendwie Best of 3 oder irgendwie. Okay. Dann nehmen wir also 10. Oh, man muss Start drücken. Was ist das denn für eine Scheiße? Hast du A gedrückt oder was? Ja. Oder hast du B gedrückt mit deinem Controller? Ja, erst A und dann hatte ich B gedrückt, weil A nicht funktioniert hat. Gut zu wissen. Für B für bestätigen. Oh, das Mega-Board. Mayhem. Klingt wie so ein Rapper-Name, was ein Rapper so sagen würde. Ja, Mayhem, Alter. Mayhem. Ey, Mayhem. Ich habe eine Freundin, die Mayhem heißt. Ah. Krass, ne? Story of my life. Hab also nun 6 Monate an diesem Brett gearbeitet. Und schon wieder Letzter, ich kann nicht würfeln, Mann. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, aber eine 4 ist ja für dich sowas wie eine 9, wenn deine 5 ja die Höchstzahl ist. Ja, stimmt, ich hab einen kleinen Würfel. Ist nicht das Einzige, was bei dir klein ist. Ja, 17. Der erste Unterschied, man startet mit 100 Münzen statt mit 20. Finde ich schon viel besser so. Also, ich sag mal so, ne? Im Fachjargon würde es bei mir heißen, in Sachen Würfeln, ich habe eine 17 gewürfelt, wenn es um die Länge geht. Du Sau. Ja, ich habe nachgezählt. Jetzt das fabulöseste Item-Sortiment. Oh! Hä, wozu sollte ich das denn kaufen? Weiß, vielleicht kommt man ja nur mit einem Mini-Ding zur... Voll der Ramschladen. Ich glaube nicht, ich glaube, man kommt so auch hin. Richtige Anstand. Okay, es gibt aber noch ganz normalen Items. Genau. Okay. Yeah! Oh, geil! Ich weiß noch damals, so es war Sommer 2004, 2005, 2003. Wir wollten zum Freibad in Düsseldorf, der, ich glaube, das Rheinbad war's. Und ich habe vorher noch mal eine schöne Runde mit diesem Mario Party gespielt. Und ich glaube sogar auf diesem Brett. Richtig coole Zeit. Erinnert man sich gerne zurück. Die guten alten Zeiten, wirklich. Du hast keine Zeitprobleme gehabt, du hattest deine Schule, du kamst schnell und du kamst, von der Realschule oder von der Grundschule schnell nach Hause, hast direkt Mario Party 4 gespielt oder 5 oder 6. Und, oh, das war so geil, ey. Er kauft wieder seinen Lieblings-Sparky-Sticker. Krass. Ja, gut, ne, Gott, dem anderen. Arschiger war Luigi. Ja. Ich hasse dich. Wow! Auch holen. Oh, nee. Hä? Wo landet der denn jetzt? Am Start? Ja, am Start. Aber das finde ich ja ganz gut. Damit wird er nicht mit dem Maxi-Pilz getroffen. Soll das heißen, er ist am Start? Oh, Kai. Das ist deine erste Szene im Let's Play. Oh Gott, mein Gott!
Was ist das? Oh mein Gott! Und zwar jetzt, wo es keine Sterne mehr gibt. Wow. Jetzt, wo es mir nichts mehr bringt, ey. Ja. Egal, was habe ich jetzt davon? Irgendwie wieder Sprungfeld, wa? Ja. Ja, stimmt, Sprungfeld. Ja. So, jetzt auf Waluigi wieder zum Start. Audi! Juhu, dann bin. Okay. Nicht der Einzige. Scheiße, der oh Gott, wird. Ich hätte Peach nehmen sollen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich dachte echt, dass Jake den Maxi-Pilz hat. Ja, scheiß drauf. Nein, nein, den habe ich. Und die 20 okay. Münzen, die gönnt er sich natürlich. Natürlich. Also auch bei 10 hätte ich es gemacht. Außer es wird jetzt eine 2. Zweimal eine 1 bitte. So wie bei das mir. Glaubst du doch, nee, das glaubst du doch nicht im Ernst. Ja, aber oh Gott. Wäre auch zu schön. Ja. Ich glaube, das war der höchste Doppelwürfel, den ich jemals gesehen habe in diesem Let's Play. 18. Ich glaube tatsächlich, man kommt doch nur mit einem Mini-Pilz zur Lotterie. Ich habe jetzt nicht gesehen, wäre ja sehr traurig. Doch, man kommt wirklich nur mit einem Mini-Pilz zur Lotterie. Ach, wie billig. Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Hab ja noch ein paar Runden. Und holt sich den nächsten. Und nochmal einen großen. Ja, ich stehe halt nur auf große. Ja. Und wem ist da jetzt nicht aufgefallen, dass es war kein Minispiel da, also auch noch eine Sache. Ja. Dadurch gehen die Runden aber dann auch viel, viel schneller. Mhm. Hätte ich einen Minipilz bekommen können, so schön vor der Röhre. Wäre schon hart. Ja, hart könnte ich auch nochmal ein Item. Wahrscheinlich jetzt sandwicht der uns, Jake. Dödem. Wie geil ist das denn? Wahrscheinlich nur dich. Ja, kann sein. Jake wird wahrscheinlich irgendwie schneller. Ja, wahrscheinlich. Das war's okay, die 10 war anscheinend meine Ausnahme. Das war eine Ausnahme, ja. Na gut, traurig. Was geht denn hier so? Ja, also du brauchst nur zu einer Mini-Röhre und dann kann man rechts. Oh, aber hier kann ich links oder rechts dann gehen, okay. Ja. Ja, dann wähle ich noch keinen großen Würfel aus. Hm. Nicht so hoch würfeln, du kleines Bitch-Schlampenvieh. Es wird aber ein Itemfeld. Oh, aber dann bin ich relativ gut dabei, dass ich da wirklich langkomme. Aber es wird fick dich doch, du kleines Schlampenluder. Ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Maxi-Pilze ausseuchen. Ich glaube auch, weißt du. Ja, die will ich gar nicht haben. Maximal Terrira auch ist, glaube ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, einen Maxi-Pilz zu bekommen. Oh. Ja Mensch, wäre auch hart dumm, wenn man hier mal Mini-Pilze in solche... Ja. Was ein Arschgesicht, ich hasse den. Der ist so hässlich. Richtige Hässlichkeit. Kauft er sich noch einen, weißt du, der macht das ganze Feld voller, dieser Spaß. Ja. Das ist aber gut. Für dich. Oh. Ausschröre. Oh, dann könnte er ja vielleicht... Na, wobei, du bist irgendjemand, der bei der Lotterie vorbeikommt. Ja, ich glaube, falls irgendwer zur Lotterie kommt, ich glaube, der hat schon instant gewonnen, glaube ich, und dann natürlich den Hauptpreis gewinnt. Ja. Nee, aber Mario ist doch gut für dich mit dem Sparky und so, ist doch direkt in deiner Richtung. Ja. Tasten, du. Oh! Also jetzt, also 2 Zehen in so wenig Runden? Ja, Mensch! Also ich würde beinahe sagen, Kai cheatet. Ja, aber ich komme an keine Items ran. Das ist noch beinahe genauso behindert. Ach komm. Bevor ich gleich wieder 3 Pilze habe und nichts mehr bekommen kann. Mhm. So, ich hätte gerne eine 4 und eine 8. Okay. Sagen meine hellseherischen Kräfte. Okay. Okay, doch nicht. Nichts. Eieiei. 15. Also 3 mehr, als du es schätzen wolltest. Mhm. Naja. Oh mein Gott! Meine Vibrationsdildo hat gerade eingesetzt. Ach, der wird nur noch kleiner und. Ach, deine Runde stoppt dann? Krass. Ah, nee, doch nicht. Ja, man wird wieder kleiner. Ah, das ist. Gut zu wissen. Sehr interessant. Ja, ist natürlich krass. Ist ja ein Sparky-Sticker vielleicht doch gar nicht mal so ja, unnötig, aber ich würde sagen. Stimmt, aber du kannst ihn ja leider nicht werfen, wie bei den späteren. Ja, das stimmt. Dann würde ich ihn immer hinter mir. Mhm. Aber hättest du ruhig den dritten Sparky-Sticker nehmen können? Ich habe gehört, dass der besser in der Herstellung war als der andere. Oh. Der obere zum Beispiel. Ich will Waluigi, komm. Oh, nicht den. Da will ich nicht hin. Dann bleibt mir jetzt keine andere Wahl mehr. Es tut mir jetzt leid. Ja, ich bin's gewohnt. Tritt nur auf mir rum. Dafür hatte der mehrere 10. Na, das ist aber ein bisschen auf Kai rummachen müssen. Wenn ich jetzt gleich einen wieder einkriege, dann... Ja, vielleicht kriegst du ja eine 1 und eine 1. Ja, glaube ich auch. Du brauchst ganz schön viel Platz, Jay. Geh mal weg da. Man sieht mich gar nicht mehr. Doch egal. Nein, man muss mich sehen. Hättest du jetzt nicht eine 7 wenigstens sein können? Jack, du kriegst Klang. Du kriegst Klang. Ich kann kein Deutsch! Du klingst krank. Ein bisschen bin ich krank, das stimmt. Eine gute Besserung. Danke.
Kannst ja von meinen 10 Münzen Hustensaft bestellen. Oder Schleimlöser. Nur, dass es keine Battle-Minispiele gibt. Ja, das stimmt. Ja, ne? Das kann auch noch mal ein bisschen beeinflussen. Ja. Das macht mich auch noch, also das ist wirklich hier ein bisschen kacke. Jetzt macht er mich ja auch noch. Wahrscheinlich. Ja. Mich auch. Ja, dich auch. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Ja. Dass die aber auch alle irgendwie immer eine Zähne-Maxi haben, ne? Ist das irgendwie hier garantiert? Kommt mir fast so vor. Kann auch sein, dass das hier ja anders ist, ne? Ist das alles? Eieiei. Gibt's hier auch Geheimboxen? Wer weiß. Darauf hoffe ich. Aber nicht, weil man den Bonus nicht anschalten konnte. Deshalb schätze ich mal eigentlich nicht, aber... Wenn wir da ja auch nur Münzen drin, aber... Ja, das ist ja das. Ja. Das ist ja quasi genauso viel wert. Oh, ein Mikro-Pol-Pilz. Ja, ich will ja zur Lotterie kommen, ne? Von nichts kommt nichts, du Schlampe. Was nun? Ach, eine Eins. Was ich jetzt hier auch noch gerade finde, es gibt, so wie ich das gehört habe, nur, also erst ab dem 5. Teil diese Z-Stars, die einem was abziehen, aber hier fliegt einer rum. Ist mir ja, ne? Aufgefallen. Wahrscheinlich so ein Easter Egg für den 5. Teil oder so eine Preview, so eine kleine. Wahrscheinlich. Die wollten halt nicht rassistisch sein. Weißt du, die wollten auch einen schwarzen Stern haben. Nee. Keine Tauschröhre? Nee. Sparky hätte ich mir vielleicht geholt, aber eine Tauschröhre. Ich wüsste nicht, was du mir bringen sollst. Höchstens, wenn einer zur Lotterie geht, aber. Nee. Aber das ist gut. Mal einen Mini-Pilz da bekommen. Jake. Jetzt tauscht er mit Luigi. oder mit dir. Mario. Ah, mit mir, ja. Okay, wahrscheinlich wegen dem Item-Shop, aber gut. Wahrscheinlich, um sich vor Maxi-Pilz zu schützen. Aha. Das kann sein. Oder will ja. Nochmal was einkaufen. Genau, das könnte auch sein. Ist aber auch gar nicht mal so unklug. Kommt aber immer drauf an, ne? Ja. Was er sich jetzt hier holen kann. Ja, oder Sparky-Sticker. Also gewinnt er aber definitiv nicht, wenn er immer seine Münzen alle ausgibt. Ich meine, vom Sparky kriegst du ja nicht mal die Münzen. Nee. Wurden dem anderen ja nur abgezogen. Und ist der nicht irgendwie vom Schwierigkeitsgrad Extreme oder sowas? Was war das? Expert. Expert. Das ist ja heftig. 10. Ja, geil. Oh, ja, die Lotterie war doch direkt hier, ne? Oh, scheiße. Oh, fuck. Und es sind aber noch 5 Runden. 5 Runden. Ja, aber eine Umdrehung krieg ich ja wohl noch hin. Sorry, Kai. Ja, ja. Aber wenn es nur 5 Runden sind, muss ich definitiv noch vor dir kommen. Komm, Peach. Bin also wieder der Feind, alles klar. Ja, natürlich. Oh, eine 2 ist schon mal interessant. Und eine 3. Oh, das war ja richtig gut, Peach. Also. Ah, ich gewinne jetzt ein Item. Ja, oh mein Gott, das kann gut sein. Komm. Gib mir einen Mini-Pilz. Yes. Oh, ja sogar. Du geile Sau. Weh, ich würfel gleich eine 1. Irgendwie erinnert mich der Brettaufbau auch so ein bisschen an Monopoly. Das ist auch so quadratisch. Ja, ne? Gut, das in der Mitte gibt's zwar nicht, aber... Ja, quadratisch fehlt praktisch die Straßen, gut, ne? Aber... Ich hoffe, ich komme irgendwo auf ein Sprungfeld oder so. Oh, wäre das geil. Nee. Ah. Kommst du bitte nicht. So. Doch wenigstens mache ich Plus mit Münzen sammeln. Auf Blaufeldern. Ich hätte gerne mindestens eine 2. Ja. Ich krieg jetzt eh eine 1, weißt du? Wahrscheinlich ist das hier immer 1 in Mini-Pilzen auf dem Brett. Kabunga! Danke. Krakatawa. Aber Lotterie gibt's erst frühestens nächste Runde. Ja, ich gönn mir erstmal nochmal ein Item. Außer es wird eine 1 und dann ist es. Dann gehe ich extra nach unten. Okay, ich kann gleich 2 Runden gehen, sehr schön. Obwohl, scheiße, ich hab hier was nicht mehr in 4 Runden. Auch. Ich kann einmal würfeln, dann komme ich dahin, wo Jake ist, dann schmeiß ich den Mikropilz an. Dann guck ich mal. Keine Eins! Ach du Wichskind! Aber ja, du musst jetzt ja auch erstmal noch mich bekommen. Das verhau ich bestimmt. Ja, war klar. Wusste ich nicht, dass Jake. Geht zu Luigi. Egal.
Heiner. Vielleicht noch was Schönes im Item und vielleicht gibt's jetzt eine Tauschröhre. Das würde ich gut finden jetzt eigentlich. Aber ja, ich glaube, dann ist er sowieso schon bei dem Ding drin, ja. Höchstwahrscheinlich. Komm schon, gib mir eine 10 oder irgendwie sowas. Ich habe ja einen Lauf, du Sau. Eine 1. Immer dann, wenn es drauf ankommt. Wenn ich die 10 nicht brauche, kriege ich sie. So, jetzt gib mir was Vernünftiges. Ja, wahrscheinlich die letzte Chance in diesem Let's Play nochmal den Hauptgewinn in der Lotterie zu erreichen. Ja. Bitte, ey, komm schon. Auf die Kacke. Und es sind okay. Die Rubbellose. Das ist ja schon mal eine höhere Chance. Oh Gott! Ich nehm. Los! Die. Wird es das Richtige sein? Nein, ist leider nicht! Ein Timer hätten sie einstellen sollen, dass du gar nichts auswählst, du alter Junge! Mama mia! Ja, Kopf hoch. Ja, den hab ich definitiv oben. Tja. Ach! Yeah! So. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Wenn ich jetzt den Maxi-Pilz mache, ich schwöre euch, ich komme bestimmt. Ah, du kommst eh wieder auf das. Ach nee, gar nicht. Nee, ich glaube, ein fällt danach. Ein fällt danach. Ja. Ich glaube, er kommt auf. Doch, ich glaube schon, dass er auf Sprungfeld kommt. Oder? Nee. Nee, das ist ein Feld danach. Aber ich glaube, das ist gut, dass es ein Itemfeld dann, also so ein Pilzfeld. Dann könnte ich ja eventuell einen Mini-Pilz bekommen. Oh. Ja. Komm, jetzt ein Mini-Pilz, schön. Ja, nee. Schade. Dann wird es wohl nichts mehr mit Lotterie. Nee. Ich will aber auch noch drauf, du. Du alte Sau. Wobei ich mir gerade frage, was mir überhaupt dieser Maxi-Pilz noch bringen wird. Eigentlich gar nichts. Ja, keiner ist mehr vor dir, ne? Ja. Also, solange Kai jetzt keine 10 würfelt. Ja, es. Ich überlege. Und du hast noch deinen Maxi-Pilz, Kai. Ich hab noch meinen Maxi-Pilz. Bei Jack hat eigentlich wär's klug, den jetzt eigentlich. Ja, wobei ich sag nix. Ja, es war mir schon klar, Jake. Ich hab mir das aber schon vorher gedacht. Dass du nur auf genau das Feld kommst, wo Jake ist. Damit er dir die 10 Münzen nicht nochmal klauen kann. Das wäre natürlich umso besser. Aber, ja, du musst genau aufs selbe Feld kommen. Oder danach auf so einem Katapultfeld. Eine 5. Die 1, das reicht dann nicht, um mich zu treffen. Nee, ich glaube auch nicht. Und nee. Ja, und dann nochmal hier die Bestrafung. Kriegst nochmal Minuspunkte. Okay. Ne? Das sieht man nochmal ganz klar, so meine Leistung in der Nutshell. Ah, alles denselben. Wie viele Runden haben wir noch? 2 Stück, ne? Ja. Entschuldigung, verzeih. Ja. Kacke. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Pilz fällt sein können. Tatsächlich nein. Ja komm, da ich eh nichts mehr mit dem Itemladen zu tun haben will. Da mir eh kein Item mehr jetzt helfen kann. Ja. Und es ist knapp, Jake, ne? Ja. Wenn du jetzt nicht auf so ein blaues Feld kommst, wenn du auf ein blaues Feld kommst, wird's. Oder komm, jetzt eine 3, bitte eine 3. Ach man, dann ist es eine 4. Und ich komm auf das rote Feld, ne? Yes. Ja, ich komm auf das rote Feld. Yes! Yes! Mario. Yes! Das wird so gut! Er darf bloß nicht auf den blauen. Ich muss auf den blauen kommen. Wenn ich jetzt gleich nicht auf den blauen komme, dann. Und ich darf nicht bis zum Waluigi kommen. Ja, das sind mehr als 10 Felder. Oh, locker. Ja? Ja, das sind mehr als 10 Felder, also da kommst du nicht drauf. Okay. Heiner. Ihr teilt euch gerne das Feld, hab ich das gesagt. Ja, wir sind Brüdes. So, wenn wir jetzt. Ich hier keine Minispiele, ey, das regt mich auf. Wenn ich jetzt eine 10 mit einem Mini-Würfel bekommen könnte, ne? Ja, das wäre gut. Und dann zur Lotterie, das wäre übertrieben. Ja, Lotterie kannst du jetzt tatsächlich sogar nochmal. Dann lass mal knacken, also wenn komm die schon. Die Zahlen gut werden. Drei. Also, ich könnte schon mal rüberkommen. Ja, scheiße. Nicht rüber. Oh. Ganz knapp. Das ist bitter. Ja. Aber halt so Mini-Kills, ne? Eine 6 wollte ich bekommen. Und was wird da raus? Das Feld, kein blau. Oh, das sind aber so viele davon. Bitte auf das rote. Ah, ja. Warum auch nicht? Bitte eine 1. Bitte nicht. Bitte keine 1. Keine 1. Aber auch keine 5. Bitte eine 1. Yeah. Fick dich, nein! Okay, du musst auch unbedingt auf ein Item. Komm, er muss auch auf ein Itemfeld kommen.
komm auf ein Itemfeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedes zweite Feld. Jedes zweite Feld ist ein Ding. Nee, egal, komm. Okay. Mach jetzt. Yes! Mann, Mann. Ja! Um eine Münze! Die gleiche Münze als alle haben können. Egal. Egal. Ich habe in den Brettern das ein oder andere Mal gewonnen, von daher. Die Hälfte. Wenigstens nicht letzter, yay. Wobei, das könnte noch passieren. Ja, nee, er kriegt ja nur noch drei. Ja, gut, wenn. Ja. Dann hat der. Okay. Ja, selbst wenn du auf ein rotes Feld kommst, hast du ja noch 65. Ja, gut, selbst dann, okay. Ja. Wird aber wahrscheinlich passieren. Komm, gib mir eine 4. Eine beschissene Münze. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich schon auf dem zweiten Platz gesehen. Naja, kann man nichts machen. Und dann. Also hier ist es ganz schön, hier ist ja, wie wir alle wissen und wie wir uns alle vorstellen können, relativ unspektakulär, wer gewinnt. Und ja, das ist auch so, weißt du, ein kurzer Scheinwerfer, der, naja, ne? Ja, auf die richtige Person. Ja. Was sagt die Zeit, Kai? Sie ist reif für einen Partstopp. Dann ziehen wir das noch weiter unnötig in die Länge. Ja. Aber ich würde dann sagen, dass wir dann irgendwie beim nächsten Mal, also ich denke, es gibt noch zwei Parts. Einmal der Part mit dem Minimaltretierer und dann nochmal ein extra Part zur Plattenpanik und Drucker. Und da machen wir immer so ein Best-of irgendwas raus. Und ich denke auch, dass wir dann mal bei Minimaltretierer dann auch irgendwie so 20 Runden oder so machen. Das ist ein bisschen. 10 Runden sind mir dann persönlich noch ein bisschen zu kurz gewesen, aber. Ja. Egal. Liebe Freunde, wenn ihr Jake und Mari unterstützen wollt, dann geht auf deren Kanal und abonniert sie. Ihr alten Drecksäcke. Ja. Fräuleins. Ja, danke. Ja, danke, bitteschön. Ja, ja. ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ciao, haut rein. Tschüss. Bye, bye.